Hallo liebe Freunde von Lernendes Lieblingen. Ich habe ein ganz tolles Buch. Es ist über 30 Jahre alt und damals schon haben wir das stapelweise verkauft, weil natürlich ganz viele Kinder Piratenbücher lieben. Komm mit, Moritz, sagt sie. Die Piratenkapitänin, sie heißt Lissi Filibuster. Oder jedenfalls, sie hieß Lissi Filibuster. Jetzt heißt sie nur noch Lilly. Nein, nicht Lilly, Lissi. Aber macht nichts, Filibuster fehlt. Und auch bei Pedro, dem Papageien, und bei Victor, der Ratte, fehlen die Nachnamen jetzt in dieser neuen Ausgabe. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese Namen, die da weggefallen sind, sind der Wortarmut zum Opfer gefallen, die heutzutage sich immer breiter macht. Denn warum darf die denn nicht Lissi Filibuster heißen? Das ist doch ein Wort, ein Name, was man sich sofort für immer merkt. Ja, und dann ist sie auch noch eine richtig tolle Prinzessin, denn sie hat als Piratin vor, den größten Schatz aller Zeiten von den schrecklichsten Piraten zu rauben. Tja, und da sehen wir diesen schrecklichsten Piratenkapitän. Allerdings weiß Lissi Filibuster, wie man mit solchen Kerlen umgeht. Und sie schafft es tatsächlich mit Moritz und ihren Freunden zusammen, ihm den kostbarsten Schatz abzunehmen, den er jemals erbeutet hat. Und Moritz wundert sich erstmal, weil es ist nur ein Buch. Aber dieses Buch enthält die tollsten Seeräubergeschichten. Und am Ende, als Moritz wieder zu Hause ist, Lissi ihn wohlbehalten abgegeben hat, da sitzt er dann mit seinem Kater und liest im Mondschein in den Piratengeschichten. Tja, was könnte man Spannenderes erleben, als in Geschichten auf Reisen gehen, die man natürlich nicht alle selber machen kann. Ein herrliches Buch. Kinder brauchen das heute immer noch und sie brauchen auch diese dunklen, unheimlichen Bilder dafür, denn richtige Abenteuer passieren natürlich nicht im hellen Sonnenschein. Tja, der Dieter Wiesmüller hat dieses Buch vor über 30 Jahren gemalt und erzählt und der Atlantis Verlag war so mutig, dieses Buch jetzt wieder zu verlegen. Ich habe mich darüber wahnsinnig gefreut. Und die Kinder, die das bekommen, freuen sich auch. Ach übrigens, ich habe eine Rezension im Mannheimer Morgen drüber geschrieben und da steht dann, dass man aufgrund der Namen der Helden schon weiß, dass es gut ausgeht. Und da hat mich ein Junge gefragt, wieso? Naja, wenn man Victor heißt, das ist doch der Sieger. Also, was will man mehr?